Hey Freunde, willkommen zurück zu diesem neuen Video von mir. Und heute, ihr habt schon gesehen am Titel, was da steht, und genau darüber reden wir heute. Wisst ihr, ich war im Überlegen, ich habe eigentlich gar kein Problem, den Namen anzusprechen, aber ich mache es bewusst nicht, weil ich mittlerweile glaube, dass das ehrlich gesagt mit Absicht ist. Ich werde euch auch anschließend sagen, warum. Erst einmal, ihr habt es gesehen, mich hat vor 2 Tagen eine Abmahnung erreicht von einem Anwalt, mit dem ich ehrlich gesagt nicht viel anfangen konnte. Ich war sogar sehr verwundert, weil ich gar nicht wusste, um wen es geht. Der Anwalt hatte sogar in dem Schreiben noch nicht mal irgendwie den Namen im Betreff geschrieben, sondern einfach nur, dass es eine Abmahnung ist wegen geschäftsschädigenden Äußerungen. Und es wurde noch nicht einmal eine PDF mit angehängt. Und ich war so: Okay, gut, zu meinem Glück, wenn da keine PDF mit drin ist, ist ja noch alles gut. Ich habe dann, weil ich so vermutet habe, es könnte wegen einem YouTube-Video sein, ich habe schon Erfahrungen mit Abmahnungen, bla bla, bin durch vergangene Fehler sogar erfahrener geworden, habe viel auch durch meinen Anwalt gelernt, bla bla bla. Bevor ich den Anwalt darauf aufmerksam gemacht habe, dass die PDF-Datei nicht angehängt worden ist, habe ich schon einige Videos runtergenommen, wo ich ehrlich gesagt wenig Lust hatte, nochmal dieses ganze Video von Anfang an zu gucken, weil es halt mehrere, ihr wisst ja, ich reagiere. Ich reagiere halt hier und da auf einige Menschen, die fragwürdige Äußerungen im Internet treffen. Einige Videos runtergenommen, ist halt noch nicht. Um wen geht das eigentlich? Ich hatte nicht die Zeit, alle Videos schnell durchzugucken, okay, um welches geht es jetzt und welche Äußerungen habe ich getroffen, okay? Dann, als ich den Anwalt darauf aufmerksam gemacht habe, ich habe dann eine E-Mail geschrieben, nachdem meine Videos offline waren, habe gesagt, hey, die PDF-Datei ist nicht angekommen, zu meinem Glück. Dann hat der Anwalt erneut geantwortet und es kam eine Mail rein, wen genau es sich handelt. Und ich hatte absolut gar keine Ahnung, über wen hier gerade gesprochen wird, musste den Namen erstmal googeln. Es ging um einen Ex-Temptation-Teilnehmer, Ex-Stripper, Ex-Dating-Coach. Zum damaligen Zeitpunkt war die Person dadurch bekannt, dass diese Person sehr fragwürdige Videos auf TikTok hochgeladen hat, sich selbst als Coach bezeichnet hat auf seinem Kanal, auf seinem TikTok-Kanal. Diese Videos waren meiner Meinung nach sehr grenzwertig, generell zu hinterfragen, die mich als Frau auch betroffen haben, weil es einige Äußerungen gab, die meiner Meinung nach nicht in Ordnung waren. Ihr wisst, ich reagiere ja auf solche Videos. Unter anderem gibt es auch andere Menschen auf TikTok, die auf solche Videos reagiert haben. Eine Menge Menschen, die auf seine Videos reagiert haben. Ich bin nicht die Einzige in der Vergangenheit gewesen, die zu ihm ein Video gemacht hat, wobei ich hier einmal erwähnen muss, in diesem Video, worum es ging, ich hatte ja erstmal gar keine Ahnung. Erst als ich wusste, um wen es ging, habe ich mir mein Video angeschaut und es gab tatsächlich nichts. In diesem Video gab es wirklich nichts Ausschlaggebendes, was ein Abmahnschreiben rechtfertigen würde. Nun ist es so, dass ich wohl nicht die Einzige war, die ein Schreiben erhalten hat. Die YouTuberin hat auch ein Abmahnschreiben erhalten, und wo sie auch speziell darauf einging, es kam wohl auch eine Nachricht zuvor, bevor es überhaupt ein Abmahnschreiben gegeben hat. In dem Ganzen geht es eigentlich nur darum, dass das Video, die Videos, die jeder einzelne von uns zu ihm gemacht hat, runternehmen soll. Und ich habe mir erstmal gedacht, hä, warte mal ganz kurz, warum redet diese YouTuberin davon, dass sie eine Nachricht von ihm persönlich, also von diesem Ex-Coach persönlich erhalten hat. Aber warum habe ich keine erhalten, sondern habe nur ein Schreiben vom Anwalt erhalten, von seinem Anwalt? Und dann gucke ich, seine Nachricht ist in meinem Spam gelandet. Tatsächlich hat er mir eine Nachricht geschrieben. Und die Nachricht hört sich so ziemlich gleich an zu dem, was ich bei ihm gesehen habe. In seiner Mail hatte er mir eine Frist gegeben. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, bis zum 16., keine Ahnung. Ich habe es leider erst gestern gelesen, weil, wie gesagt, war im Spam, kann ich nichts machen. Als ich mir seine Nachricht im Nachhinein durchgelesen habe, was er darin geschrieben hat, ich fand es ehrlich gesagt ein kleines bisschen amüsant, aus dem Grund, weil er auch irgendwie was von schreibt. Das war nicht der exakte Wortlaut, aber sowas wie, dass ihm das psychisch halt auch etwas nahe geht. Ich glaube, damit will er implizieren, dass mein Video das halt verursacht. Wahrscheinlich genauso wie das der anderen, die die Videos halt noch online haben. Ich habe wirklich eine ernst gemeinte Frage an dich und ich weiß, dass du dieses Video sehen wirst. Was meinst du, was für psychische Folgen das auf mich als Frau hat, wenn ein Mann solche Videos im Internet
hochlädt, die sehr, sehr fragwürdig sind. Ganz offensichtlich fühle nicht nur ich mich durch deine Äußerung in den Videos getriggert, sondern auch andere. Und dann kam halt gestern am 19. das Schreiben vom Anwalt. Witzig fand ich, dass jeder von uns eine Copy- und Paste-Nachricht erhalten hat. Aber ehrlich gesagt, dass er ein neues Image aufbauen will, weshalb er auch dann diesen Weg geht, den er gerade geht. Ich meine, ich kann mich auch nicht mit meinem, keine Ahnung, mit meinem Ich vor 9 Jahren vergleichen, geschweige denn vor 5 Jahren noch. Ich bin nicht mehr dieselbe. Ich habe mich verändert. Entscheidungen, die ich mit Anfang 20 getroffen habe, würde ich heute ehrlich gesagt nicht mehr so wieder treffen. Ich kann mich mit meinem Ich von vor 5 Jahren definitiv nicht mehr identifizieren. Die Menschen sind ständig im Wandel, gerade wenn du noch in deinen 20ern bist. Völlig normal. Ich bin die Letzte, die etwas dagegen sagt, wenn jemand mich darum bittet, ein Video runterzunehmen. Ich bin die Letzte. Wirklich. Ich habe absolut gar kein Problem damit. Im Allgemeinen, das Video liegt um einiges zurück. Ich weiß nicht, ein halbes Jahr oder so. Keine Ahnung, oder vielleicht ein paar Monate länger. Nichts dagegen, ein Video runterzunehmen, wenn mich jemand freundlich darum bittet. Ich finde aber nur tatsächlich, dass es darauf ankommt, wie man darum bittet. Wenn man in der gleichen Mail einem rechtliche Schritte droht, frage ich mich schon, ist das der richtige Weg, den du wirklich einschlagen willst, statt dass du ein Video machst, wo du vielleicht sagst, hey, Freunde, ich habe damals Videos gedreht, mit denen ich mich nicht mehr identifizieren kann. Diese Videos will ich gerne runternehmen und dann fragst du halt die einzelnen YouTuber, okay, das bin ich einfach nicht mehr. Ich identifiziere mich nicht mit der Person. Bitte, hey, nimm das Video runter, völlig in Ordnung. Meiner Meinung nach würde das wirklich von Größe zeigen, wenn jemand für sein Handeln in der Vergangenheit Verantwortung übernimmt, dazu steht und sich einfach kurzerhand für diese Äußerung, die man getroffen hat, entschuldigt, weil es offensichtlich viele im Internet gestört hat. Es hat so einen bitteren Beigeschmack, wenn jemand kommt und dann auch noch mit rechtlichen Schritten droht. Das dazu, wie gesagt, ich habe die E-Mail von ihm selbst erst zu spät gesehen. Am Ende habe ich ja ein Anwaltsschreiben bekommen. Mir wurde geschrieben, ich bin die anwältliche Vertretung, okay. Steht es, also was mir vorgeworfen wird, es geht hierbei um herabsetzende Äußerungen, die sich als Formalbeleidigung und Schmähung erweisen, tritt die Meinungsfreiheit regelmäßig hinter den Ehrschutz zurück. Handelt sich um den Begriff Schmähkritik, die mir hier vorgeworfen wird. Hier wird auch noch erklärt, was Schmähkritik ist. Hier steht Abmahnung wegen geschäftsschädigenden Äußerungen. Steht auch noch, dass ich eine schwerwiegende Persönlichkeitsverletzung begangen habe, der die Diffamierung meines Mandanten im Vordergrund steht. Beste Passage kommt noch. Da mein Mandant nicht mehr als Coach tätig ist, liegt hier auch eine falsche Tatsachenbehauptung vor. Diese stellt ebenfalls eine Persönlichkeitsrechtsverletzung dar. Ich war erstmal so like, what the fuck? Deswegen habe ich mich gefragt, hat das wirklich ein Anwalt verfasst? Normalerweise, wenn man eine Abmahnung bekommt, dann steht auch ganz genau geschrieben, wegen welchem Wort, was genau habe ich gesagt? Sagen wir mal, ich sage über eine Firma, in dem Fall Milosina, welche meine Firma übrigens ist. Diese Firma ist scheiße und total dumm und verarscht alle Leute. Könnte man mich tatsächlich für diesen Satz, den ich gesagt habe, ranbekommen, okay? Die zum Beispiel eine Tatsachenbehauptung sind oder was auch immer. Ihr versteht schon, worauf ich hinaus will, okay? Ich werde aufgefordert, das YouTube-Video zu löschen. Und dann steht hier auch noch, dass ich eine eigenhändig unterzeichnete und unbedingte strafbewährte Unterlassungserklärung abgeben soll. Im Himmel, man hat mir die Frist gegeben, bis zum 28. Oktober sehe ich gerade. Mein Anwalt hat da schon bestätigt, was ich gedacht habe. Ich habe mich natürlich mit meinem Anwalt kurzerhand in Verbindung gesetzt. Und es ist tatsächlich ein klein bisschen weit hergeholt, vor allem die strafbewährte Unterlassungserklärung. Weil ich, da ich in meinem Video wirklich keine Äußerung getroffen habe, nicht von der Meinungsfreiheit in irgendeiner Weise abgedeckt wären, und ich bin sehr vorsichtig, wenn ich meine Worte wähle, aufgrund von vergangenen Erfahrungen, die ich vor 3, 4 Jahren gemacht habe, okay? Kann ich einfach sagen, als ich mir das Video angeschaut habe, ich habe wirklich bei allem, was mir heilig ist, nicht verstanden, warum in dem Abmahnschreiben so derbe verallgemeinert, findet einfach nicht statt, weil ich auf jedes seiner Videos tatsächlich
entweder mit einem Gegenargument geantwortet habe oder irgendwie geantwortet habe, welches ihn nicht beleidigt ist. Es liegt hier keine Beleidigung vor. Woher zieht man sich das? Hier wird mir ja auch noch gesagt, eine falsche Tatsachenbehauptung, weil ich ja sage, dass er ein Coach ist. I'm sorry, aber das ist meiner Meinung nach wirklich dämlich. Aus dem Grund, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das Video erstens hochgeladen habe, hat er sich auf allen Plattformen, die mir bekannt waren, als Coach ausgegeben. Okay, dann frage ich mich auch noch, hier gibt es zum Beispiel Carlson, die immer noch ein Video von ihm online hat, ihn auch als Dating Coach, by the way, bezeichnet hat. Dann gucke ich bei einem Kommentar von der Yvonne, wo sie halt nämlich auch dieses Schreiben erwähnt hat, sie hatte gesagt, irgendwann vor 5 Jahren haben wir ihn mal als Stripper gebucht. Da war er noch ganz nett. Was ist bloß passiert? Und die Frage, die ich mir stelle, will dieser Mensch wirklich jeden abmahnen? Für die vergangenen Entscheidungen, für den beruflichen Weg oder was auch immer er in seiner Vergangenheit getroffen hat, willst du das wirklich bei jedem Einzelnen machen? Zu dem Zeitpunkt, als ich das Video hochgeladen habe, erstens war er als Coach tätig, zweitens sind immer noch Videos von ihm online, ihn noch als Coach zeigen. Willst du jetzt diese Followerin von der YouTuberin angehen, weil sie hier geschrieben hat, dass du mal Stripper warst? Dann frage ich mich auch, okay, warte, hier gibt es noch was. Warte, einen Moment. Hier steht auch von jemandem ein Beitrag aus 2022. Reality-TV-Star revolutioniert das Coaching-Geschäft. Willst du diese Firma angehen, weil sie dich hier erstens als Reality-TV-Star angegeben haben. Make it make sense. Macht überhaupt gar keinen Sinn für mich. Ein Video, das ich damals gedreht habe, Äußerungen sind auf jeden Fall so formuliert, dass ich da überhaupt gar keine Sorge haben muss. Ich habe nämlich vermutet, dass das eher seine Masche ist, weil er sich von diesem Shitstorm wahrscheinlich nährt. Okay, weil hier steht nämlich von jemandem, der mal einen Artikel über ihn verfasst hat, der Shitstorm, den Blablabla geschickt fachte, hat ihm eine Plattform gegeben, um sein innovatives Coaching-Ausbildungsfranchise voranzutreiben und eine weitreichende Veränderung im Bildungssektor zu fördern. Meiner Meinung nach hat es nicht geklappt, dass diese Dating-Coach-Sache vielleicht ganz erfolgreich wurde. Und wahrscheinlich möchte man jetzt gerne auf einen anderen Zug aufspringen. Okay, was in Ordnung ist. Wie gesagt, man verändert sich. Ich habe kein Problem damit, das Video zu löschen. Wenn man wirklich am Ende den rechtlichen Weg eingehen will, den gerichtlichen Weg einschlagen will, dann frage ich mich, ob man das so über den Atlantik schafft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns ganz bald wieder zu meinem nächsten Video. Ciao!